Dankeschön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich habe bei der Debatte bei den Rednern der Opposition ein bisschen darüber nachgedacht, ob unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger im Augenblick wirklich nichts anderes interessiert als die Frage, dass in einem Jahr Bundestagswahl ist. Möglicherweise sind wir in einer schwierigen Lage unserer Wirtschaft. Wir sind in einer großen Herausforderung für die Fortsetzung einer glücklichen Entwicklung mit großen Anstrengungen. Die Wahl ist in einem Jahr. Aber ich denke, abgesehen davon, dass wir uns gegenseitig Umfrageergebnisse und Zeitungskommentare vorhalten, sollten wir uns doch vielleicht ein bisschen mehr mit dem beschäftigen, was auch die Menschen diesem Land interessiert, nämlich wie wir eine erfolgreiche Politik in schwierigen Zeiten für die Zukunft unseres Landes fortsetzen. Ich verstehe ja, dass Sie gerade Parteitag gehabt haben und auch eine Wahl Ihrer Spitzenkandidaten für das nächste Jahr. Ich will das auch gar nicht, Frau Künast, mit irgendwelchen von Ihnen dann eher als hämisch empfundenen Bemerkungen kommentieren, sondern ich würde einfach gerne haben, dass wir diese Haushaltsdebatte auch dazu benutzen, uns mit der Substanz der Probleme unseres Landes in Wirtschaft und Finanzen zu beschäftigen. Und wenn Sie zum Beispiel den Spruch sagen, um es mal an einem einfachen Beispiel zu sagen, wir hätten in dieser Legislaturperiode insgesamt 100 neue Milliarden neue Schulden gemacht, dann müssen wir doch daran erinnern, dass Herr Steinbrück zunächst und dann ich als sein Nachfolger und wir zuvor gemeinsam in der Großen Koalition für das Jahr 2010 schon einen Haushaltsentwurf mit 86 Milliarden Neuverschuldung vorlegen mussten. Wenn wir also in 4 Jahren insgesamt auf 100 gekommen sind, kann es ausgehend von der Ausgangslage nicht ganz so schlecht gewesen sein. Und das muss man doch auch einmal sagen. Nein. Aber es heißt jedenfalls, dass man, Herr Bartsch, nur ernsthaft über Probleme reden kann, wenn man mit den Zahlen einigermaßen korrekt umgeht. Wir sind doch eingebettet, auch in unserer Finanzpolitik, in unserer Wirtschaftspolitik, in die Bemühungen, Europa stabil zu halten und auch unsere Verantwortung für die Entwicklung der globalen Weltwirtschaft wahrzunehmen. Wir haben Absprachen, Verabredungen seit 2008, seit der Lehman Brothers genannten Krise, in G20, im globalen Rahmen, im Internationalen Währungsfonds und dergleichen, die heißen, wir müssen nachhaltig, aber maßvoll unsere Defizite reduzieren. Wir müssen die zu hohe Staatsverschuldung überall reduzieren. Und wir müssen das in einer Weise machen, die auch unserer Verantwortung für die Entwicklung nachhaltigen Wachstums in der ganzen Welt, in den Industrieländern, in den Schwellenländern und in den Entwicklungsländern gerecht wird. Das ist die internationale Absprache, die wir gemeinsam getroffen haben und zu der wir mit unserer Finanz- und Wirtschaftspolitik unseren Beitrag leisten, meine Damen und Herren. Deswegen sind wir übrigens, und auch das sollte man ja unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern dann doch bei aller Verunsicherung zwischendurch mal sagen, in allen Berichten von der EU-Kommission mit den länderspezifischen Empfehlungen und mit der Überwachung nach der Verschärfung des Sekundärrechts, von der OECD, vom Internationalen Währungsfonds wird wieder und wieder bestätigt, dass Deutschland seine europäischen und globalen Verpflichtungen erfüllt. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn es alle anderen auch täten, wäre es gut. Ich will jetzt nicht über andere reden. Ich will auch nicht sagen, dass wir Musterschüler sind, sondern ich sage, wir bemühen uns, unserer europäischen und globalen Verantwortung gerecht zu werden. Das tun wir in diesen Tagen und Wochen. Und damit sind wir ganz erfolgreich. Die zweite Bemerkung, die ich dann doch nach dem Debattenverlauf machen möchte, ist, natürlich kann man auf unterschiedliche Weise zu hohe Verschuldung zurückführen. Dann kann man auch darüber streiten, was ist das richtige Tempo. Ich glaube, wir haben in der letzten Legislaturperiode mit der Schuldenbremse des Grundgesetzes die richtige Entscheidung getroffen. Nämlich, wie Norbert Bartle erläutert hat, uns im Wesentlichen auf das strukturelle Defizit zu konzentrieren. Das ist ja die entscheidende Größenordnung, ob eine Finanzpolitik in die richtige Linie geht oder nicht. Ob wir jetzt, wenn wir jetzt in einem Jahr Kapitalanteile in die Europäische Investitionsbank oder auch in den Europäischen Stabilisierungsmechanismus einbezahlen, dann hat es ja mit der langfristigen Linie unserer Finanzpolitik noch relativ wenig zu tun. Also das strukturelle Defizit. Dieses haben wir uns verpflichtet im Grundgesetz. Diese Regelung ist übrigens Vorbild für alle Länder in Europa im Fiskalvertrag geworden. Die kann auch nicht so dumm sein, die wir da gemeinsam getroffen haben, dass wir das strukturelle Defizit im Bundeshaushalt
bis spätestens 2016 auf maximal 0,35% zurückführen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Haushalt, den der Haushaltsausschuss jetzt zur Verabschiedung vorlegt, sieht vor, dass bereits im kommenden Jahr das strukturelle Defizit im Bundeshaushalt auf 0,34% des Bruttoinlandsprodukts begrenzt. Wir sind also 3 Jahre vor dem, was wir uns selber im Grundgesetz vorgegeben haben. Und genau diese Linie werden wir konsequent auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Das entspricht unserer Verantwortung für die Zukunft. Und nun kann man zwischen den verschiedenen politischen Lagern immer darüber streiten, wie führt man eine zu hohe Verschuldung zurück. Die einen sagen höhere Steuern und die anderen sagen bei den Ausgaben eher kürzer drehen. Das ist im Kern die Alternative. Und jetzt will ich Ihnen doch noch einmal sagen, die Ausgaben im Bundeshaushalt sind eben, die waren 2010, die Ist-Ausgaben 303 Milliarden. Sie waren 211, 296 Milliarden. Sie sind uns in diesem Jahr durch die 2 Nachtragshaushalte mit den Kapitaleinzahlungen an ESM und EIB noch einmal gestiegen auf 311. Sie werden nach dem verabschiedeten Haushalt in 2013 bei 302 Milliarden sein, in 2014 nach dem mittelfristigen Finanzplan bei 302,9, in 2015 bei 303,3. Das heißt, von 2010 bis 2015 halten wir die Ausgaben im Bundeshaushalt konstant bei steigendem Bruttoinlandsprodukt, bei steigenden Steuereinnahmen. Und so reduzieren wir unser Defizit. Und das ist die Finanzpolitik der christlich-liberalen Koalition. Und die ist erfolgreich und sie sichert unsere Zukunft. Und wir müssen das machen vor dem Hintergrund, dass sich die wirtschaftliche Lage eher abschwächt. Das ist weltweit so. Es ist alles gar nicht nur in Europa. Wir haben auch in Europa. Wir haben die Nachricht bekommen, dass heute Nacht auch unser wichtigster Partner von einer Ratingagentur ein bisschen eine kleine mahnende Beurteilung bekommen hat. Noch immer ist das Rating für Frankreich sehr stabil, damit man auch da jede Dramatisierung meidet. Und wir haben jedes Interesse daran, dass wir alle in Europa unsere Aufgaben, unsere Verantwortung gerecht werden. Aber wir müssen sehen, wir können im kommenden Jahr nur mit einer verringerten Wachstumsannahme rechnen. Auch da haben wir ja eine gewisse Verlangsamung der wirtschaftlichen Entwicklung in unserem Land, in Europa, wie in der globalen Wirtschaft. Und trotzdem haben wir Vorsorge getragen. Es ist ja völlig unbestritten, Deutschland ist in Europa Stabilitätsanker und zugleich Wachstumslokomotive. Ohne Deutschland wäre Europa insgesamt, die EU und die Eurozone, in der Rezession. Wir sichern mit unserer Politik, dass es auf einem niederen Niveau, aber nachhaltig weiterhin aufwärts geht. Und das ist die entscheidende Frage. Und dieser Herausforderung wird unser Haushalt gerecht. Jetzt haben Sie gesagt, man müsste sich auch in der Steuerpolitik mehr machen, nicht? Diskutiert darüber. Nur wissen Sie, das ist ein bisschen unglaubwürdig. Das muss ich nur mit aller Freundlichkeit sagen. Man kann nicht auf der einen Seite über den Bundesrat jede noch so sinnvolle Maßnahme aus parteipolitischen Gründen blockieren, um gleichzeitig zu sagen, es geschieht in der Steuerpolitik nicht. Das ist die Methode, haltet den Dieb, und die ist im Strafrecht längst erkannt. Es ist völlig inakzeptabel, wenn der Bundesrat, in dem wir keine Mehrheit haben, und für Steuergesetze brauchen wir eine Zustimmung im Bundesrat, so ist es im Grundgesetz, aber wenn der Bundesrat noch nicht einmal bereit ist, die kalte Steuerprogression zu korrigieren, also das Zusammenwirken aus einer, wenn auch maßvollen, Preissteigerung, Geldentwertung mit der Steuerprogression zu korrigieren. Wir geben damit an die Steuerpflichtigen nichts zurück. Wir verhindern nur, dass durch die Zusammenwirken von Progression und Preissteigerungen Steuereinnahmen erzielt werden, die der Gesetzgeber so gar nicht beschlossen hat. Wenn dies der Bundesrat blockiert, dann sollten Sozialdemokraten und Grüne aufhören, irgendeine Kritik in der Steuerpolitik noch zu erheben. Und weil wir gerade dabei sind, will ich auch mit allem Nachdruck sagen,
Wir haben ja nicht nur für den Bund Verpflichtungen, unseren Haushalt in Ordnung zu bringen. Wir machen das. Wir haben auch eine gesamtstaatliche Verantwortung. Das ist der Fiskalvertrag. Auch das hat Norbert Bartle sehr präzise beschrieben. Wir haben uns verpflichtet, ist auch richtig und notwendig, das gesamtstaatliche Defizit Bund, Länder, Kommunen, sozial, gesetzliche Sozialversicherung auf maximal 0,5% zu begrenzen. Also geht es auch um die Haushalte von Bund und Ländern, von Ländern und Gemeinden. Wir haben übrigens in dieser Legislaturperiode für die Kommunalhaushalte mehr getan, als die Vertreter, als die Präsidenten der kommunalen Spitzenverbände selbst auch nur zu hoffen gewagt hätten. Auch das ist die Wahrheit. Aber wie wir, ja natürlich, wenn Sie allein die Übernahme der Kosten der Grundsicherung im Alter, die Rot-Grün auf die Kommunen übertragen haben, zu einem großen Teil in voller Höhe zurücknehmen, ist das ein rasch ansteigender Milliardenbetrag. Also darüber brauchen wir auch nicht lange zu reden. Naja, es hindert nicht. Herr Steinmeier, es hilft nichts. Sie haben es eingeführt in Rot-Grün, haben einen Teil auf die Kommunen übertragen und wir haben es zurückgenommen. Und selbst der Präsident des Deutschen Städtetags war wirklich hoch erfreut und überrascht. Darin fleißiger Sozialdemokrat ist, hat es am nächsten Tag. Bitte? Sie haben es doch eingeführt und wir haben es zurückgenommen. Also ich meine, das macht nur keinen Sinn, wenn Sie uns jetzt sagen, Sie hätten uns dazu gezwungen, Ihre eigenen Fehler zu korrigieren. Hätten Sie die Fehler nicht gemacht, hätten wir sie auch nicht korrigieren brauchen. Jedenfalls haben wir eine kommunalfreundliche Finanzpolitik getrieben. Aber Herr Steinmeier, Sie werden mich nicht davon abhalten, den Satz noch zu sagen. Vor dem Hintergrund, dass wir auch knappe Einnahmen bei den Ländern und bei den Kommunen haben, finde ich es völlig inakzeptabel, wenn der Bundesrat seine Zustimmung zu dem Steuerabkommen mit der Schweiz verweigern sollte. Es gibt kein rational nachvollziehbares Argument. Es gibt ausschließlich ein parteipolitisch zu begründendes Motiv, dass man aus Gründen einer billigen Polemik etwas verhindert. Es ist klar, wenn dieses Abkommen nicht zustande kommen sollte, dann wird ab dem 1. Januar der Zustand sich fortsetzen, dass Vermögensanlagen in der Schweiz nicht steuerlich so erfasst werden wie Vermögensanlagen in Deutschland. Kommt das Abkommen zustande, ist ab 1. Januar jede Anlage in der Schweiz genauso behandelt wie in Deutschland. Es wird dann keinen Unterschied mehr geben. Es wird im Falle von Erbschaften wird es immer dem deutschen Fiskus, die Erbschaftssteuer geht ausschließlich zu den Ländern, Sie können über Erbschaftssteuer überhaupt nicht reden, wenn Sie dieses Abkommen aus parteipolitischen Gründen blockieren. Im Falle der Erbschaftssteuer wird entweder die reguläre Besteuerung durchgeführt oder der höchstmögliche Steuersatz für die Erbschaftssteuer durchgeführt. Und darüber hinaus regeln wir für die Fälle für die Vergangenheit, die niemand, weil die Schweiz auch ein Rechtsstaat ist. Rückwirkend, das Schweizer Bankengeheimnis kann man nicht rückwirkend außer Kraft setzen. Das ist auch mit den USA nicht der Fall. Es ist eine Lüge, wenn behauptet wird, die USA habe rückwirkend etwas erreicht. Das ist eine Lüge. Ich sage das mit großer Klarheit. Wir haben für die Vergangenheit eine Regelung, die diejenigen, die von der Anonymität Gebrauch machen, steuerlich schlechter stellt, als wenn sie die Regelbesteuerung durchführen würden. Aber wenn Sie das Abkommen verhindern, wird das Ergebnis sein, dass Milliarden bei Einnahmen für Bund und Länder auf Dauer verloren sind. Denn sie verjähren. Die Steueransprüche verjähren innerhalb von 10 Jahren. Und was verjährt ist, ist nicht mehr zu erheben. Also wenn Sie sich für die Einnahmen von Bund und Ländern verantwortlich fühlen, geben Sie die ausschließlich parteipolitisch motivierte Blockade auf. Und jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu dem Kern der Haushaltsdebatte zurückzukehren. Natürlich haben wir heute Abend in der Eurogruppe und in dem Treffen der Staats- und Regierungschefs, was die mittelfristige Finanzplanung in der Europäischen Union anbetrifft, schwierige und wichtige Entscheidungen vor uns. Wir alle wissen, dass wir Deutsche auf Gedeih und Verderb von einer erfolgreichen Fortsetzung der Entwicklung in Europa, auch in der gemeinsamen europäischen Währung, entscheidend unseren Wohlstand verdanken. Deswegen engagieren wir uns dafür, nachhaltige Lösungen zu finden. Aber die Lösungen müssen so sein, dass alle in Europa den Anreiz haben,
ihrer Verpflichtungen als Mitglied einer Wirtschafts- und Währungsunion gerecht zu werden. Das ist die Herausforderung, der werden wir gerecht, da werden wir Mühe haben, da werden wir uns alle Mühe geben und über die Ergebnisse unserer Beratung werden wir in den nächsten Tagen zu diskutieren haben. Herzlichen Dank. Applaus